Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie mich zu dieser wichtigen Veranstaltung eingeladen haben. Ich fühle mich besonders geehrt, an der Preisverleihung teilzunehmen, die diese unglaublichen Menschen ehrt, die der Menschheit auf der ganzen Welt dienen. Ich bin ein jesidisches Mädchen, geboren in einem kleinen Dorf namens Koto in der Region Sinjar im Irak. Meine Gemeinschaft und ich führten bis 2014 ein friedliches Leben. Wir respektieren alle Religionen und Ethnien und glauben an die Bürgerlichkeiten der einheitlichen Menschheitsfamilie. Es war mein Schicksal, Opfer von Daesh zu werden. Als 15-jähriges Mädchen wurde ich Sklavin von IS-Terroristen. Ich war 18 Monate in der Gefangenschaft. Mehr als 6.500 jesidische Frauen und Kinder haben diese schmerzhaften Erfahrungen gemacht. Nach 7 Jahren der jesidischen Genozid befindet sich immer noch 2.700 jesidische Frauen und Kinder als Sklaven in Gefangenschaft von IS. Wir wissen nicht über sie. Als ich befreit wurde, beschloss ich, die Stimme all dieser stimmlosen Menschen zu sein. Denn Frauen, Mädchen und Kinder sind die ersten Opfer von Konflikten. Im Kamerun hat Mart Wondo, Überlebende einer anderen Terrorgruppe, geholfen, denen von Boko Haram-Terroristen. Sie hat sich auch für die Rechte von Mädchen eingesetzt, insbesondere damit sie über ihre Zukunft entscheiden können. Hoffnung zu haben ist für Überlebende sexuelle Gewalt unerlässlich, um zu heilen. Marte und ihre Organisation machen Hoffnung, dass Gewalt Mädchen und Frauen nicht definiert. Mart und ich teilen die gleichen Werte und Ziele. Und es ist mir eine Ehre, an der Seite einer so leidenschaftlichen Stimme vor Mädchen und Frauen zu kämpfen. Daher freue ich mich sehr, Mart Wondau den Right Level Hot Award 2021 überreichen. Applaus.